Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Samstagabend. Ja, ne? Und für alle die, die das Glück haben, so wie ich, in Bayern leben zu dürfen oder in Baden-Württemberg oder in Sachsen-Anhalt, schönen Feiertag, ne? So, ja, Samstag, Jeffrey Report erwartet auf uns. Und wie ihr sehen könnt, scheint das hier auch wieder zu funktionieren. Also mehr oder weniger. Na, vorhin wurde da auch der Besuchermagnet oben am Aussichtsplattformchen genutzt und es wird auch Brot gekauft. So, was nicht gekauft wird, ist noch Bier, aber da müssen wir halt mal gucken. So, ich würde mal sagen, ich kram und krusche jetzt mal hier den Jeffrey Report raus. Kleiner Augenblick, da ist er. So, und dann können wir eigentlich rein theoretisch jetzt schon mal loslegen. Kaffee steht bereit. Alles gut. Fangen wir an. Foundation Folge 053. Als erstes möchte ich dir, mein Bester, und allen ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen und dass sich all eure Träume und Wünsche erfüllen mögen, die ihr euch vornehmt. Ja, dir auch nochmal frohes neues Jahr. Na, und ich habe dir ja schon eine E-Mail geschrieben, ne? Auf ein neues chaotisches Foundation-Jahr. So, bezüglich der Gittertür am Mauerbogen zum Nebenplatz der Burg. Du hast dort einen Mauerbogen hingesetzt, der oben als Abdeckung die Pfannen hat. Wie sie auch die Tavernenmauer hat, richtig? Moment. Das habe ich ja bei beiden gemacht. Ne? So, dann hattest du noch zusätzliche Steinbögen an dem Mauerbogen drangesetzt, an denen die Gittertür ansnappt. Richtig? Richtig. Und ich meinte es so, dass du die Gittertüren auch ohne diese Steinbögen an den, ich sage jetzt mal, Tavernenmauerbogen dazu dransetzen könntest. So hättest du weniger zu fummeln und regst dich dann auch nicht mehr so auf. Wenn die Steinbögen wieder mal irgendwo ansnappen, wo sie nicht sollen, und die fummelige Ausrichtung der Bögen würde auch wegfallen. Ich hatte dabei nur an deine Gesundheit gedacht, dass du durch die Aufregung keine Magenprobleme bekommst nachts und nachts besser schlafen kannst. Zwinkerbreitgrins. Das ist sehr löblich, dass du an meine Gesundheit denkst, aber diese Torbögen, ne, die finde ich halt einfach, ich finde sie schön. Sie passen. Na, das, wenn wir die jetzt wegmachen würden, dann würde es ja auch schön, aber ne, nicht so schön wie das hier. Na, mir gefällt das. Und da fummel ich dann schon gerne mal rum. Na, und ja, hier steckt die Spitze noch drin, aber hallo. Na, wollen wir mal nicht gnädiger als der Papst sein. Na, aber sowas gehört für mich einfach mit dazu und ich reg mich dann auch zwar künstlich auf, aber ich bin eigentlich schon sehr entspannt dabei. Manchmal glaube ich den Scheiß, den ich erzähle, selber. Okay, geht das. Machen wir weiter. Ach, schön. So, soll der Rasen, der noch durch das Burgfundament auf dem Brauereiplatz ragt, entfernt werden oder willst du den als Deko so lassen? Ich hätte ihn gelassen. Na, da wächst halt Gras zwischen den Steinen durch. Na, den würde ich jetzt nicht extra noch wegmachen wollen. Das lassen wir so. Das Waldvolk hinter der Burg wäre doch auch noch eine Alternative für die Leibeigenen der Burg gewesen. Oder willst du die ansiedeln? Also mein Plan ist jetzt wirklich so, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Wegen, ich habe ja gesagt in der letzten Folge, dass ich euch alle ganz gerne hier oben hätte. Ne? Oh, so mit Bäckerei und ja, ne, die Schäferei und überhaupt. Und dazu werde ich mich dann doch, ja, dem Abenteuer Burg, Stadt, keine Ahnung was, Mauer ringsherum widmen. Ne? Das wird das nächste sein, was wir jetzt hier so oben angehen. Und dann werde ich euch nacheinander langsam alle hier hochziehen, ne, damit der Graf hier nicht alleine lebt. Ne. Wäre ein bisschen übertrieben für so einen einzelnen kleinen Graf, ne, Gräfchen. Ne.
Ja. Und ich finde die Idee eigentlich ganz schön. Na, dann habe ich euch alle auf einem Haufen. Ja, na, und ihr könnt schön hier leben und feiern. Vor allen Dingen feiern. Gut. Was haben wir noch? Foundation Folge 054. Klasse, dass das mit den Holzbodenplatten bei der Treppe geklappt hat. Nur schade, dass sie nicht die gleiche Breite der Treppen haben. Falls du das noch einmal so bauen möchtest, leg dir doch einfach eine Holzplatte neben die Treppe, damit du dir damit einfach die Treppenstufen markierst, wo die Treppe endet, wenn du verstehst, wie ich das meine, im Prinzip wie eine Hilfslinie. Ja, ob das jetzt dann die Platte ist oder ob ich irgendwas anderes nehme, ist dann die Wurscht. Oder wir können eigentlich im Prinzip auch so mit so einem Zaunelement dann da arbeiten. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Übrigens, hier nochmal ein Gruß an Citizen. Ja, ich habe es falsch gelesen. Es war nicht die Stone Gate Mod, sondern die Stone Wall Mod. Ne? Und da schaue ich jetzt mal ganz kurz rein, was du damit so gemeint hast. Wegen Bodenplatten. Ah, die Pathways. Jetzt, Adle. Wie groß sind die? Ja. Aber die Pa- Oh. Oh. Passen die sich an? Ha, krass. Das ist ja mal krass. Mit denen haben wir noch nie was gemacht. Das ist ja cool. Warte mal. Lass mir mal was gucken. Ist ja da jetzt genau die Breite von dem Weg? Ich baue das mal und dann reiße ich es wieder ab. Ich will nur mal. Oder warte mal. Wenn ich jetzt ein zweites nehme. Oh, die snappen. Die snappen ja auch. So, und dann haben wir das. Ich habe die noch nie angeschaut. Noch nie. Ja, krass. Ha! Wie lange mache ich jetzt Foundation? Das ist ja krass. Okay. So, und ich baue die mal. Ah. Ja. Ja, das muss gerade sein. Okay. Also das ist eine Schlinge. Ja. Ach Gottchen, guck mal. Die humpeln da. Irgendwie humpeln die da, oder? Ja, aber es muss gerade sein. Schade. Schade, aber gut zu wissen. Kann man ja für was anderes immer noch benutzen. Okay, dann können wir das hier eigentlich wieder komplett abreißen. So, dann humpeln die auch nicht mehr. So, was haben wir hier? Überschüssig, tralala. Ein Kaufmann bittet um Audienz. Wo ist er? Da ist er. Was will er denn? Eisenerz? Haben wir wie viel? Ja, locker. Kriegt er schnell? Ja. Und? Hallo? Gut. Sehr schön. So. Die Terrasse beim Bierstübchen ist echt richtig schick geworden. Hut ab. Jetzt würde ich nur noch alles rot einzeichnen, damit die Leute nicht immer über die Burgbaustelle zur Taverne laufen. Aber das haben wir, oder? Haben wir doch gemacht. Was hältst du von den beiden Namen für die neue Burgtaverne? Bierstübchen zu Grafensau oder Bierstübchen zu Hohenburg oder so ähnlich? Warte mal, die habe ich doch umbenannt. Hab ich die nicht? Hab ich doch, oder? Genau, Saubräustüberl. Ja, lass mal auch so, denke ich mal. Na, denke ich mal. Gut, Foundation Folge 055. Na, da hast aber Trick 17 mit Selbstüberlistung beim Tisch angewendet. Lach, auf die Idee wäre ich in 100 Jahren nicht gekommen. Daumen hoch. Ja, manchmal muss man ein bisschen um die Ecke denken. Na, und wenn wir schon keine richtigen Tische haben, dann können wir zumindest die Variante nutzen. Und das geht. Na, wenn wir jetzt noch so kleinere Holz Platten hätten, dann wäre das noch idealer, aber hätte Fahrradkette, war. So, laufen die Leute nicht ein bisschen zu dicht am Flatterband bei der Baustelle zum Hauptweg der Burg entlang? Wenn die den breiten Weg etwas mittiger laufen, würde das bestimmt etwas besser ins Gesamtbild passen, oder was meinst du?
Hab ich, glaube ich, dann angepasst gehabt. Lass mal gucken. Ja, nee. Aber sie laufen eigentlich relativ entspannt hier rum. Ich glaube, das kann man so lassen. Würde ich jetzt nicht nachjustieren wollen. Ich glaube, der leichte Knick im Auge kommt noch von der Silvesternacht, wa? Weil das mit dem Ausrichten des zweiten Tisches auch nicht geklappt hat. Das Problem, wie ich finde, ist nicht unbedingt eine Silvesternacht, sondern das ist, du hast diese Ansicht, ja? Und wenn du auch nur ein bisschen verrutscht, verändert sich hier die Perspektive natürlich, weil es dreidimensional von oben drauf geschaut ist, ne? Und das ist manchmal echt ein Perspektiveproblem. Das würde ich jetzt noch nicht mal irgendwie so auf den Knick schieben wollen. Aber irgendwie, wenn du jetzt zum Beispiel so baust, na, und drehst dich ein bisschen, dann verschiebt dir das. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine damit. Na, also du kriegst nicht eine wirkliche hin. Aber ich würde mal sagen, wir reden hier ja von quasi Mittelalter, Spätmittelalter, so wie es ausschaut. Da war das alles nicht so genau, ne? Und da handle ich getreu weiter so. So, er wartet hier schon wieder, weil hier wieder alles voll ist. Lass mal gucken. Ich habe doch die Haushaltshahn mit in den Handel gepackt. Was haben wir da eingestellt gehabt? Also obere Stückzahl 100, ja. Ja, müsste halt mal jemand kommen und abholen, ne? Oder aber wir machen es so, dass wir quasi mehr Ding noch mit aufstellen werden, also sprich Haushaltswaren, dass die irgendwo noch mitverkauft werden. Und dann werden die zumindest da auch schon mal ausgelagert. Aber da müssen wir mal gucken. Ich würde fast vorschlagen... Ups, hallo? Ich würde fast vorschlagen, dass wir hier noch Haushaltswaren eventuell mit reinpacken, wenn es geht. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Ja, guck mal hin. Dann kann man nochmal hier voll machen. Hallo? Okay, Nahrung. Haben wir noch irgendwas? Was haben wir hier noch? Haushaltswaren. Dann packen wir hier dann nochmal dreimal Haushaltswaren rein, damit dann die Produktion oben weitergeht. Und dann müsste das eigentlich klappen, ne? Und ich würde sogar hergehen und sagen, dass wir hier noch Bier mit reinpacken. Bier. Und zwar hier. Bier. Ja, da müsste hier unten, glaube ich, Lebensmittel nochmal sein. Da packen wir auch nochmal Bier rein. So, was habe ich hier vorne? Da war, glaube ich, alles voll, oder? Nee, da können wir auch noch Zeug reinpacken. Gut. Okay. Okay, das klingt gut. Das klingt spannend. Ja. Das ist in Ordnung. So, dann kann ich mal Bier hier wieder rausnehmen. Dafür dann die Haushaltswaren mal ein bisschen beobachten. Okay, so. So. Ah, er produziert wieder. Das ist schön. Da ist noch nichts, aber da dürfte gleich was reinkommen. Und dann läuft das. Gut. Schauen wir mal weiter, wo wir hin jetzt. Ah ja, Foundation Folge 056. Ist echt merkwürdig, dass auf einmal keiner mehr auf der Tavernenterrasse ist. Hm. Und die Taverne hat auch überhaupt keine Gäste und das gute Bier wird dadurch auch schlecht, wenn keiner kommt. Schade, dass du die Burg jetzt mit weiteren Gewerken zubaust. Finde, dass die Burg mit der Taverne und dessen Terrasse mit Ausblickplattform für sich stehend besser aussah. So musst du jetzt noch neben dem Produktionsgebäude auch noch ein paar Häuser für die Leute hinbauen. Und so steht sie leider nicht mehr für sich als Monument des Dorfes dort oben, wo man sich mit einem schönen Ausblick und einem kühlen Getränk in der Hand entspannen kann. Doch, kann man immer noch. Stehen ja keine Häuser davor. Ich weiß, das ist dein Spiel. Ja. Und du spielst es so, wie du möchtest und das alles macht dich echt gut und dir gilt mein höchster Respekt deiner Kreativität gegenüber und deine Bauweise ist sehr inspirierend.
Ich warte jetzt noch auf das Aber. Ich musste das einfach loswerden. Sorry. Nee, ist doch alles gut. Ist doch alles fein. Jeder von uns hat einen anderen Blick auf die Dinge. Ne? Das ist ja nicht verkehrt. Ne? Weil manchmal habe ich ja dadurch auch gewisse Anregungen von euch bekommen. Aber ich finde es gar nicht mal so schlimm. Im Gegenteil, für mich ist es dann eher so, dass das Monument einfach nur noch größer wird. Ne? Und wenn wir hier die Ringmauer ziehen, dann relativiert sich das sowieso ein bisschen. Ne? Von daher, das wird jetzt hier nicht so voll gefropft werden, wie vielleicht manche denken. Ne? Aber mir bietet es halt einfach die Möglichkeit, euch hier hochzuholen. Jeder bekommt hier nochmal ein richtig schönes kleines Anwesen dann. Und ja, auch du, Jeffrey, ne? Wirst hier oben deinen Lebensmittelpunkt finden. Ne? Also von daher gesehen, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht es gerade irgendwie mordsmäßig Spaß, hier diese ganze Burganlage zu bauen. Das ist irgendwie mein Ding. Ne? Von daher, lassen wir uns mal überraschen, wie es dann am Ende ausschaut. So, auf mich wirkt die Burg außerdem dadurch leider etwas vollgestopft. Vielleicht würde es anders auf mich wirken, wenn du sie mit weiteren Burgelementen vergrößert hättest. Ich hoffe, diese kleine Kritik an dieser Stelle erlaubt und du bist mir dessen auch hoffentlich nicht böse, denn so ist es auf keinen Fall gemeint. Kumpel Bierchen drauf. Ja, dann nochmal Stößchen, Bröschen, Brösterchen, ne? Bröschen. Ne? Aber wie gesagt, wenn die Ringmauer mal fertig ist, dann müsste das Ganze auch ein bisschen einen anderen Eindruck haben. Ne? Und dann wirkt es dann in dem Augenblick dann auch nicht mehr so vollgestopft. Ne? Müssen wir mal gucken, wo die Reise da hingeht, aber das ist für mich irgendwie so eine spannende Herausforderung. Ne? Ob ich das so hinkriege, wie ich mir das gerne wünsche und dass es dann trotzdem Sinn macht. Ne? Ich meine, ich komme nun mal aus der Gegend von Nürnberg, das kann ich ja sagen, ne? Das ist ja kein Geheimnis. Und da ist es ja im Prinzip auch, da ist die Stadtmauer dann mehr oder weniger um die komplette Stadt oder Teil von der Altstadt auf jeden Fall. Und ja, das ist eigentlich ein gängiges Prinzip. Ne? Ja. Und auf dieser Stadtmauer sind übrigens dann auch Häuser. Ne? Und ja. Ne, gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ne? Auf jeden Fall ist es für mich ein spannendes Projekt. Ganz einfach. Ne? Und Kritik ist immer herzlich willkommen, so ist es nicht. Ne? Auch wenn ich dann im ersten Augenblick natürlich dann immer, was wollen die denn alle von mir? Ne? Mein Spiel. Ne? Aber nein, Quatsch. Ne? Also manchmal, hat mich eure Kritik mehr oder weniger auf ganz andere Ideen gebracht. Ne? Also alles gut, entspann dir. So, muss ich jetzt mal hier weiter scrollen. So. Heute ist ein bisschen mehr geworden als sonst. Foundation Folge 057, Mann, ich brauche mal einen Schluck Kaffee. Ha? Das ist schon wieder der Mundfussel hier, ey. So, ich hatte nochmal in die Folge 55 reingeguckt, warum die Leute nicht mehr auf die Terrasse der Burgtaverne gehen. Und mir ist dabei aufgefallen, dass sie anfingen, nicht an der Gaststube vorbeizulaufen, kurz nachdem du dort den Lattenzaun gebaut hattest. Also ist so schon mal die Hälfte der Leute weggefallen, die auf den Platz kommen, und der Rest nutzt bis dahin noch den Eingang mit dem Rosenbogen, an dem die Pfeiler mit den Lampen sind, um auf den Platz und den Aussichtspunkt zu kommen. So vermute ich, dass ihnen der Durchgang zwischen dem Zaun, nachdem er gebaut war und der eine Hausecke zu eng wurde. Kurz danach hattest du die beiden Bäume auf der Terrasse noch platziert und ab da wurden es dann immer weniger Leute, die auf die Terrasse gekommen sind und stecken auch kurz zwei Leute übereinander an einer Bank am Tisch fest. Erst nachdem du ihnen die Bank unterm Hintern entfernt hattest, sind die ja wieder freigekommen und danach ging keiner mehr auf die Terrasse rauf. Probiere doch einfach mal was aus, was passiert, wenn du den Baum, der fast mittig auf der Terrasse steht, wegnimmst. Vielleicht kommen sie dann wieder zurück. Eventuell muss der Zaun auch noch weggenommen werden und das sind ja Dinge, die du wieder schnell hingebaut hast. Ja, ja. Klar. Nein, können wir mal probieren. Ich bin offen für Experimente. Ne, momentan
gehen sie aber ganz gut wieder hier rein. Ja. Ja, müssen wir mal gucken, was ist, wenn ich... Warte mal, du hast noch was weitergeschrieben. Ich glaube, du wolltest zur Handelsverbesserung das Bier noch in den Handel mit aufnehmen, wenn ich mich recht erinnere. PS, aber nicht zu viel. Lass mal gucken. Habe ich doch eigentlich gemacht. Bierchen verkaufen, oder? Bier, Bier, Bier. Da ist Bier. Also oberhalb der Stückzahl von 100 verkaufen. Ja. Ist drin. So. Fehlt bei der Burgtaverne eventuell noch ein Raum, zum Beispiel der Gastraum, in dem das Bier verbraucht wird? Eigentlich haben wir hier... Wir haben eine Gaststube, Besucherzahl 0. Wir haben eine Schanktheke. So, was können wir denn da noch Zusätzliches dazu bauen? Die Räume sind auch zugänglich. Das ist nicht das Problem, so wie es scheint. Okay. Gaststube, Schanktheke, Kälterei, Tavernenküche, Nebengebäude ohne Funktion. Das sind die Möglichkeiten, die wir jetzt noch haben. Aber wir haben die Gaststube und wir haben auch die Schanktheke. Wir probieren jetzt mal aus, was passiert, wenn wir hier mal das hier wegnehmen. Ja. Nehmen wir es mal weg. Und die Hecke packe ich auch mal weg. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Ob überhaupt irgendwas passiert. So, und wenn ich jetzt hier mal so gucke und ich würde hergehen... Und würde den Part mal hier rausziehen und dafür mal hier eine Treppe hinpacken. Mal gucken, wie das kommt, ob ich da noch genügend Spielraum habe. Ja, ist okay. Ja, es ist okay. Das könnte klappen. So, und wenn wir dann hier gehen, hallo? So. Hallo? Und hier hingehen, so. Das Ganze mal bauen. Dann haben wir das hier so. Dann müssten wir aber hier den Zaun noch ein bisschen weiter rüber gehen lassen. So vielleicht. Ja, so. So. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt irgendwie was verbessert hat. Ich glaube es fast nicht, ne? Hä? Achso, ja. Ah, guck mal. Brot läuft. Funktioniert. Das funktioniert. Habe ich hier irgendwas rot eingezeichnet? Nein. Leuchtet nichts rot. Vielleicht sollten wir Essen noch mit anbieten. Bräuchte mal eine Tavernenküche, da müssten wir eigentlich in die Richtung hier hin erweitern. Oh. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, wie das läuft, ob das funktioniert. So, und dann hattest du gesagt, den Baum hier mal entfernen. Das können wir auch gleich mal machen. Wo ist er? Da. Da ist er. So, hauen wir den mal weg. Und das hauen wir... halt hier, 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 hier. Dich haue ich mal weg. Dich haue ich mal weg. Und... was ist denn das andere? Da. Du kommst weg. Und du kommst mal weg. So. So, und dann hauen wir mal die Bänke weg. So, abreißen. Abreißen. Du kannst.
ganz weg. So. Schauen wir mal, dass ich einigermaßen hinkomme. So. Und dann setzen wir hier mal einfach nochmal ein paar Bänke wieder hin. So. Machen wir das mal so. 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 Obwohl, das ist jetzt nicht geplant, Spiel. Na komm. So, da haben wir das mal. Dann lassen wir jetzt mal ein bisschen laufen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was passiert. Und dann nehmen wir mal hier. Ich lasse die stehen. Na? Ich lasse die stehen, auch wenn die sich da jetzt irgendwie nicht mehr draufsetzen wollen, aus welchem Grund auch immer. Was ich noch wegnehmen wollte und wieder hinsetzen wollte, war... Wo war der drin? Nee, doch, hier. Den nehmen wir jetzt mal weg. So. Und bauen dann den da neu wieder hin. Ja. Nein. Da. Zack. Ups. Ups. Zack. 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 Na, zack. Zack. Mein Gott. Das darf ich jetzt echt nicht vergessen, ne? Zack. 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 Na? Und dann den Besuchermagnet hin. Der deutet hier hin. Das heißt... Er müsste doch so stehen, oder? Ja. Stellen wir den mal hier so hin. Zack. Weg, 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 weg. Und weg. Und weg. Bauen. So. So weit, so gut. Warum wollen die kein Bier? Warum wollen die kein Bier? Wollen wir das mal ganz kurz gucken. Dorfbewohner. Wir machen mal einen Leibeigenen auf und einen Gemeinen auf. Und wir machen einen Bürger auf. Müssten wir ja auch schon mittlerweile haben. Bürger? Hallo? Haben wir keine Bürger? Doch. So. Gut, lass mich mal ganz kurz gucken. Nahrung. Also unter Nahrung fällt es schon mal nicht, okay. Und wir haben hier auch nicht. Und wir haben hier auch nicht. Hä? Unter was fällt denn da ein Bier? Unter was fällt Bier? Unter Entertainment? Ha, die ganzen Sachen wie Wein, Bärenbräu, Apfelbein und Bier fallen ja unter Entertainment. Stimmt ja. Stimmt. Ha. Dann bräuchten wir eigentlich mal mehr Leute, die Entertainment machen. Brauchen. Ach, ho. Ja, aber dann könnte ich doch ihn hier eigentlich wieder wegnehmen, oder? Eigentlich schon. Weil den haben wir ja eigentlich nur hier hingesetzt. Und wir haben ja dann dadurch... Ich nehme den mal weg. Oder was ist denn, wenn wir den pausieren? Was ist, wenn wir das Ding hier pausieren?
Der ist auch voll. So, jetzt ist auch pausiert. Wenn man sie mal hier verschluckt, ey. Oh Gott, Hilfe. Oh, es geht wieder. Ich lebe. Warte mal, komm, wir reißen das Ding mal hier mal weg. Dann ist sie zwar arbeitslos, aber hey, ne? So, komm. So, was mache ich mit dir? Hallo, stopp, halt, stopp. So. Du bist Dschungelhörer. Okay. Lass uns mal gucken, ob wir den nicht irgendwo noch irgendwo platzieren können. Wo haben wir denn noch Gemeine rumlungern? So, lass mal gucken. Wo haben wir denn hier Gemeine? Ganz schön lang scrollen. So. Lass mal gucken. Arbeitsplatz. Steinmetz. Haben wir da irgendwas in der Nähe? Nee, ne? Da könnten wir doch eigentlich hergehen und könnten doch das hier so machen. Aber da mache ich es mal zu. So, dann mache ich hier mir noch einen Fröpfel rein und hier mir noch einen Fröpfel rein und da noch einen Fröpfel rein und hier noch einen Fröpfel rein. Und dann kommt. Hallo? So, dann kommt das hier weg und das hier weg. Wieder reingesnatcht. So. Und dann. Gottesdienst. Entertainment. Zack. Hier so rein. So. 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 Bauen. Jawohl. Jawohl. Und dann können wir nämlich die Berducci, ja, die können wir dann da reinsetzen. Oh, mal überstrecken hier. So, was gibt's noch? Fehlt bei der Burgtaverne eventuell noch ein Raum? Ach so, das haben wir schon. Für den Fall, dass du doch noch eine Folge am Freitag bringst, ja, habe ich leider nicht geschafft, wird für diese Folge dann der Bericht fehlen, denn da du die Taverne mit dem Bier für uns nicht freigegeben bekommen hast, bin ich zu meinem Oldtimer-Stammtisch abgewandert, bekomme ich wenigstens ein Bierchen. Boah, du bist so käuflich, ey. Na, ich glaub's ja nicht, da. Zwinkerbreit Grins. PS, nur ganz vielleicht liefere ich ihn in der Nacht zum Freitag auf Samstag nach. Ja, kannst du mal sehen, wie gnädig ich war. Ich habe es dir erspart. Na, du musst da jetzt nicht, musstest nicht in die Tasten tippen. So, off-topic. Leider sind sehr viele Spiele, wenn auch nicht sogar 98% der Spiele, linear aufgebaut und man muss nur den vorgeschriebenen Weg gehen, beziehungsweise spielen, um ans Ziel zu kommen, was das Ganze, wie du sagtest, langweiliger macht, weil man schon alles kennt. Und ich finde, gerade bei den Shootern ist das sehr zu spüren, denn entweder geht es um Zombie-Töten oder Außerirdische beseitigen, oder es geht mal wieder darum, Nah-Punkt-Punkt-Is zu töten. Und das finde ich auch sehr ermüdend, weil im Prinzip sind sie alle die gleichen Spiele, nur in einem anderen Kleid. Lego Fortnite spiele ich auf der PS5 und man kennt es eigentlich auch schon, aber es macht irgendwie Spaß, weil es doch recht entspannt zu spielen ist. Wenn es systemübergreifend spielbar ist, kann man ja eine Runde zusammen in Lego ein bisschen rumrennen. Müsste ich gucken, ich weiß gar nicht, ob das übergreifend ist, weiß ich gar nicht. Ey, mach mich mal schlau. Und wir werden das natürlich, also ich werde das natürlich dann auch aufnehmen, ne? Dass wenn wir da mal zusammen rumrennen sollten. Ja. So, ich danke dir für eine schöne Foundation-Woche. Wünsche dir und allen anderen hier auf dieser Welle ein wunderschönes erstes Wochenende in 2024. Ich werde mich am Sonntag auf jeden Fall ein bisschen feiern. Zwinker. Lieber Gruß, euer Jeff.
Ich werde mich am Sonntag auf jeden Fall ein bisschen feiern. Na, da hat doch wohl jemand Geburtstag. Hä? Kann das sein? Am Sonntag. Naja, dann gucken wir mal, ne? Heute ist ja Samstag. So, jetzt haben wir hier unser Zeltchen. Da weisen wir mal die Ressource Entertainment hinzu. Sie hat es auch schon begriffen. Jetzt muss ich bloß mal gucken. 258 Meter entfernt. Da würde ich fast sagen, ja, hauen wir hier natürlich raus. Gucken wir mal, wo sie ist. Da ist sie doch, oder? Ja. Dann wird hier leider der Kündigungsvertrag zugeschickt. Ja, so, dann hätten wir das auch. Gut. Dann haben wir den Jeffrey-Report auch. Den kann er hier mal wieder zumachen. Und dann habe ich mein Aufnahmeprogramm. Und zum Glück scheint es zu laufen. So, gut. Jetzt haben wir hier also ein bisschen rumgerödelt. Und wir müssten jetzt eigentlich im Prinzip Bier verkaufen. Ja, jetzt da liegt der Denkfehler. Oder lag ja besser gesagt. Die Gaststube hat nichts, weil wir natürlich auch kein Essen anbieten. Aber das kann man ja dann irgendwann nachholen. So, jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken, ob das hier mit dem Besuchermagneten klappt. Oh, guck mal hier, ganz schön was los jetzt mittlerweile wieder. Vielleicht mal ein bisschen langsamer laufen lassen. Ja, guck mal hier, funktioniert einwandfrei. Das funktioniert. Am Baum lag es, glaube ich, nicht. So wie es ausschaut, da würde ich sagen, setzen wir ihn mal hier wieder drauf. So. Aber ich würde sagen, wir nehmen hier vielleicht eventuell einen kleineren. Den wir auch ein bisschen weiter wegsetzen. Hierhin so ungefähr. Dann haben die da noch genug Platz, um da irgendwie rumzulaufen. Ja. Jo. Und dann setzen wir hier einfach mal ein paar Büsche noch ein bisschen. Vielleicht diesmal nur zwei. Das sollte reichen. So. Und dann ist okay. Jawohl. Dann ist es okay, wie die gesagt. Upsala. So, hier läuft es auch. Das funktioniert. Und dann könnten wir eigentlich hier auch Haushaltswaren, die haben wir hier. Wird das gekauft? Hallo? Haushaltswaren ist hier unten jetzt hier nicht so der Renner, aber es ist okay. Ist okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal mit der Ringmauer weiter. Hier läuft alles noch. Hier läuft alles noch. Hier läuft alles noch. Das schaut gut aus. Das kann man hier so lassen. Okay. Ich würde fast vorschlagen, dass wir die Mauer. Ist hier hinten eigentlich irgendwas? Marmorvorkommen ist schon klar. Können wir die Frau Sonnenschein an die nochmal irgendwie losschicken? Warte mal, da bin ich falsch. Haben wir da noch irgendwas? Privileg? Wir haben noch drei. Drei Points. Ich würde sagen, die arbeiten wir hier noch ab. So. Diskutiert eine Abgabe mit euren Dorfbewohnern. Besprecht das Abgabenmandat mit den Dorfbewohnern. Finde ich jetzt. Na, können wir irgendwann mal demnächst machen, wenn wir da vielleicht ein bisschen größer sind. Gut. Und dann hätten wir das jetzt hier soweit mal. Und dann hätte ich vorgeschlagen, machen wir das hier so. Ich hätte ganz gerne, nur damit ihr mal meinen Gedankengang folgen könnt, ich hätte ganz gerne, dass wir die Ringmauer hier ein bisschen entlang ziehen, damit ich hier an dem Hopfenfeld vorbeikomme. Und ich würde ganz gerne die Bäckerei dann
hier integrieren. Oder? Lass mal gucken, inwiefern wir das hier erweitern können, dass es Sinn macht. So. Lass mal schauen. Ich würde hier so ansetzen und dann hier so rüber gehen. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir das mal hier weg, das mal weg, das mal weg, das mal weg, das erstmal weg, das weg. Das würde ich lassen. Gut, dann gucken wir mal, wie ich da hier die Kurve kriege. Sollte ich das hier auch umändern in Stein? Dann wäre das hier Stein. Ich glaube, das sieht vielleicht sogar besser aus. Ne? Schauen wir es uns mal an. Wie war denn das jetzt nochmal? Wie habe ich denn das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Nebengebäude. Runder Stein, Stein blockieren, ausgestatteter Stein. Wir hatten einen runden Stein genommen, ne? Modulare Blöcke, runder Stein. Snappen die da jetzt dran? Ja, aber so. So snappen die. Aha. Na gut. Dann baue ich das mal hier so hin. So. Außerhalb des Territoriums. Okay. Schauen wir es uns mal an. Dann müssen wir das Ding, das gehört uns. Dieses Gebiet kaufen wir mal. Und dieses Gebiet kaufen wir uns mal. Und dann müsste es jetzt klappen. Genau. Das sollte jetzt klappen. Gut. Kann ich ja jetzt hier weitermachen, ne? So, so, so und so. Und dann irgendwie die Kurve kriegen. Das ist vielleicht sogar noch zu früh. So, so, so und so. Was ist, wenn man das rund macht? Ja, dann kriegen wir die Kurve nicht hin. Okay. Okay. So. Komme ich da rum? Komme ich da dann so rum? Wenn man es jetzt hier dann so weiterlaufen könnte, müsste, wollen würde. Ja, schaut da nicht ganz gut aus. Machen wir erstmal die Runde, die Ecke hier fertig. So. Okay. Dann diesen hier. Diesen hier. So. Dann wieder diesen. 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 So. Ja. Haut hin. Vielleicht sollte ich mir mal die Bäume hier mal ein bisschen wegmachen. Ne? Das ist, glaube ich, für die Orientierung irgendwie besser. So. Und hier hinein. Nehmen wir mal etwas größeres hier, ne? So, und dann machen wir das hier weg. Das kommt weg, das kommt weg. Das auch, das, 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 das. Das setzt man da lieber händisch. So, so weit, so gut.
So. Ich könnte mir auch mal ein bisschen so einen Plan machen, ne? Wie wir das machen. Warte mal. Und hier dann wieder so entlang. So. Und dann hier hoch. Warte mal. Oder vielleicht sogar hier. Bis hier. Schon wieder außerhalb des Territoriums. Oh, super. Gut. Und wenn ich dann die wieder, kann ich ja wegnehmen. Wegnehmen, wegnehmen, weg, 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 weg. Weg. So. Bauen. Okay. Ja, das könnte klappen. Das könnte, warte mal, das könnte klappen. Wenn wir hier noch weitergehen. So, und dann noch ein Ding hier hin. Nee. Ich muss ja noch den Platz einberechnen, den ich dann da zum Bauen brauche. Das bedeutet, wir werden uns hier nochmal zwei nehmen. So. Genau, und dann hier rüber. So. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird ein Schuh draus. Gut, und dann haben wir das dann so. Okay, und dann machen wir hier einmal diesen hier. Den Move. Ah, das ist so. Hallo? So. So, und dann müssen wir schauen, dass wir das einigermaßen hier vernünftig zubekommen. Das könnte jetzt ein Problemchen werden. Das müssen wir hier machen. Okay. Zack, 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 zack. Machen wir es doch so. Und dann zack, 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 zack. Zack. Jawollo. Jawollo. Upsa. Und schon nochmal die Erweiterung hinbekommen. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nicht verkehrt. Gut. Dann machen wir hier schön alles dicht und zu. So. Zack, 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 zack. Dann noch die obligatorischen kleinen Föstchen. Wo wir hier auch noch hin? Ja. Da sieht man die gar nicht, ne? Ne? Da wollen sie überhaupt nicht. Okay. Na gut. Muss ich die anders halten? Ne. Bisschen drehen? Ne. Jetzt. Zack. Wie habe ich das jetzt gemacht? Super. Weil da muss doch dann so sein. Hä? So, warte mal, kann man die? Nee. Oder kann ich die so ansnappen und dann, ja, noch ein bisschen. Spiel. Spiel. Was ist denn los? Nee, die snappen dann immer wieder in die Richtung. Jetzt. Okay. Alles, was du willst, Spiel. Hauptsache, du bist glücklich. Glaubst du es? Das ist sehr komisch. Ach, ich lasse es jetzt so. Da ärgere ich mich gar nicht lange rum. Okay, vielleicht hier hinten noch. So. So.
Ganz entspannt. Ganz, ganz, ganz entspannt. Ja, guck. Hier geht's. Ja, dann machen wir da. Ist mir doch egal. So, bauen wir das Ganze mal. Ja. Ja. Das wird doch nicht schlecht. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Okay. So weit, so gut. Dann haben wir das ja. Dann haben wir das ja. Krieg ich hier noch eine Tür hin? Geht das bestimmt irgendwann. Okay. Und dann können wir ja hergehen und können sagen, okay, das ist ein netter Platz. Und wenn ich jetzt dann hierher nochmal gehe, oder? Mach doch dann die Dinger hier nochmal weg. So. Setz mir dafür mal hier eine Treppe hin. So und so. Und dann hauen wir hier... Halt, Quatsch. Dann hauen wir das hier so hin und das hier so hin. Halt, nee. So, jetzt aber. Jetzt aber. Aber dann laufen die mir hier einfach so in der Gegend rum. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das machen wir diesmal ein bisschen anders. Und zwar machen wir das so. So. Nee, noch ein. So. Und jetzt die Dinger. So. So. Das ist gut. Und dann können wir nämlich hier... Das so auslaufen lassen. Das ist natürlich blöd, dass es hier immer noch ein bisschen so links und rechts dann noch irgendwie Quatsch mit dran ist. Aber okay. Wenn ich das so mache, kriege ich da noch eine Ecke irgendwie vernünftig. Na, komm her. Irgendwie vernünftig dahin. Das schaut blöd aus. Das geht nicht. Okay. Das geht nicht. Dann ist es halt so. Kriegen wir das hier voll? Und dann habe ich auch irgendwie eine, so eine Überlappung hier. Ah. Puh. Puh, 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 puh. So. Dann hier so, da so, hier so, da so. So. Das ist hier doof. Das ist hier ein bisschen doof, aber da muss ich kaschieren. Da müssen wir kaschieren. Das geht sonst nicht. So. Geht da noch einen zweiten hin? Ja, aber der bringt mir nichts, okay. Der bringt mir nichts. Dann aber hier. Das bringt mal was. Können wir mal bauen. Ja, das passt soweit. Das passt soweit. Okay. Warte mal. Oh, das nochmal weg. Das nochmal weg. Das nochmal weg. Und dafür hier nochmal die Treppe hin.
Und so. So. Jupp. Besser. So ist besser. Gut. Gut. Oder? Oder? Was ist denn, wenn man das hier noch? Sei, das ist jetzt einfach nur hier rumgetüftelt. So, und dann kommt gegenüber das weg. So, und wenn ich das jetzt zumache. So, so. So. Dann flimmert das doch garantiert, oder? Ja. Das flimmert. Wie Tetris, ey. Das ist ja wie Tetris. Wie kriege ich da jetzt einen schönen Übergang hin zu dem da? Lass mal gucken. Tum. Die Kurve jetzt hier totaler Blödsinn. Machen wir das mal weg. Machen wir das mal weg. Und dafür machen wir das hin. Das geht schon eher. Das geht schon eher, wenn ich die Ecken jetzt hier raushau. So, und dann haben wir hier das. Kriege ich das gefüllt? Nee. Ich habe dann hier so ein beömmelten Ding. Also hauen wir das hier wieder weg. Try and error. So. Okay. Dann haben wir hier das Plätzchen. Aber das kann auch weg. Das kann dann auch weg. Und du auch. So. Jetzt möchte ich das hier ganz gerne hier zu haben. Zu spitzig. So, okay. Kriege ich jetzt hier nur noch ein bündig rein? So, okay. Ja, gut. Dann machen wir das halt so, ne? Dann machen wir das halt so. 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 Okay. So. Hier stimmt aber noch nicht, was nicht, oder? Machen wir das noch mal weg. So. Jetzt wird langsam ein Schuh draus. Jetzt wird da ein Schuh draus. So. Besser. Viel, viel besser. Um einiges besser. Gut, und von meiner Planung her ist es jetzt so, dass wir dann quasi
hier so die Bäckerei integrieren. Da würde ich dann ganz gerne das Haus von der Uschi dann hinsetzen. Und dann hat die Uschi nämlich einen schönen Blick aufs Meer. Ja, das ist jetzt mal so der grobe Plan an der ganzen Geschichte. Das ist jetzt mal so der grobe Plan. Ja. Das sollte funktionieren. Das sollte funktionieren. Naja. Why not, ne? Why not? Okay. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So als kleinen Einstieg. Gut, Kinders, dann wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunderschönen restlichen Samstagabend. Wir sehen uns dann morgen am Sonntag. Ich freue mich auf euch. Na, und dann machen wir hier mal mit der Ringmauer ein bisschen weiter. Ja? Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Also, ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.